Moin moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge World of Warcraft Legion mit eurem Brocken. Ja, heute ist Donnerstag zwar, aber ich hatte gestern echt so viel zu tun, Arbeit und auch wegen Raid und den anderen Videos leider, dass ich den Weltboss gestern nicht geschafft habe. Da dachte ich mir, wisst ihr was, ich liefere den trotzdem noch ab, zwar einen Tag danach, aber wir bringen den trotzdem jetzt nochmal hierher. Er müsste sich ja hier irgendwo aufhalten, da ist er. Der nette Homongris. So, der Taschenzauber in Valshara. Wo hält er sich denn ganz genau auf, damit wir ihn gleich haben? Ah, da. Ah, da habe ich doch, glaube ich, gar keinen Flugpunkt hin. Aber egal, wir fliegen jetzt mal hin. Hallo. Hallo, yo. Oh, Alter, irgendwie seit irgendein Patch habe ich hier. So, aha. Fliegen wir dahin und dann darüber, Leute. Machen ein bisschen Smalltalk nebenbei. Ja, wie gesagt, war jetzt halt ein bisschen mehr als gedacht. Aber wie gesagt, natürlich liefere ich das Video auf jeden Fall noch nach hier. Ich glaube, der droppt auch gar nicht so viel Gutes. Beispielsweise überhaupt nichts. Aber wir können ja mal trotzdem reinschauen. Und das in den Abenteuerführer sozusagen einen Blick riskieren da. Da ist er doch. Die Beute. Uninteressant. Uninteressant. Und noch mehr uninteressant. Okay, ja. Interessiert uns eigentlich nicht. Also vom Loot her nicht, aber ich meine, ihn einfach auf der Liste von den Weltbossen zu haben, die wir getötet haben, ist meiner Meinung nach trotzdem wichtig. Ich möchte schließlich jeden Weltboss irgendwie auf die Schnauze gehauen haben. Und von daher werden wir das Ganze jetzt einfach machen. Fliegen da mal hin und kümmern uns um den guten Weltboss. Ja, von dem lasse ich mir nichts gefallen. Wir können mal gucken. Ja, obwohl, wenn ich jetzt wieder nach einer Gruppe gucke, ich kenne mein Glück ja. Wenn ich jetzt nach einer Gruppe gucke, dann komme ich da an und dann ist der Boss entweder down schon gepolt und die Gruppe löst sich einfach wieder auf. Wie man ja oft das Problem leider hat, dass ja, die Leute einfach ja nie warten, nicht mehr porten, einfach nur noch Gruppe auf, zwei Leute sind da, der Tank und ein Heiler ist da und ja, wir pullen einfach und brauchen gar nichts mehr machen. Das ist halt mittlerweile einfach nur noch so, ja, wie soll ich sagen, nervig, muss man halt einfach schon sagen. Es ist wirklich nur noch nervig, die Leute werden halt, wie gesagt, nicht mehr rangeportet und meistens. Und von daher finde ich das halt einfach echt schade, weil ich bin halt der Meinung, wenn ich halt eine Gruppe aufmache, ist ja auch vollkommen in Ordnung, dass man das macht. Dann sollte man halt wenigstens irgendwie auch dafür sorgen, dass die Leute rangeportet werden, wenn schon Hexenmeister da ist oder auch zwei Hexenmeister da sind. So, dann kann man sich mal ganz kurz die Zeit nehmen, so die paar vereinzelten Gruppenmitglieder oder so, die nicht da sind, schnell ranporten, zack, zack, zack. Und dann hat sich die Sache ja eigentlich auch schon erledigt. Und dann wissen alle halt Bescheid. Ups. Wissen eigentlich auch alle Bescheid und dann ist das so. Aber nee, da wird dann halt wieder erstmal rumgedumpelt und oh nee, kein Bock, keine Zeit, wir müssen schnell machen, ich muss in 3 Stunden zur Arbeit und boah nee, da kann ich natürlich nicht noch 5 Minuten opfern, um Leute ranzuporten, genau sowas einfach. Und das finde ich halt einfach mega schade. Aber gut, das ist es halt einfach, mittlerweile gehört sich das ja, das ist ja so der gute Ton in WoW, wenn du ranportest, dann bist du uncool. Und ja, wer will denn schon uncool sein? So, eigentlich keiner, ne? Das ist völlig klar. Ich bin außer Reichweite. Ich habe kein Ziel. Ich möchte nicht uncool sein, ihr möchtet nicht uncool sein, so, ne? Dann, da porten wir natürlich nicht ran, das ist völlig klar. Also, ich würde niemals, Leute, niemals, vergesst das, portet niemals andere Mitspieler ran. Das ist völlig underdress, under uncool, wie ihr es definiert. Das ist halt nicht Swag, nicht YOLO und sonst irgendwas. Und so ist er. Und ja, deswegen. Ob das mal ich denn da. Da. Den Dungeon-Führer, organisierte Gruppen, Benutzer definiert, Gruppe finden, bla 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 bla. Gib mir einen Weltboss. Ernsthaft jetzt? Ihr habt hier nicht den Weltboss? Oh, Erkunde Valshara. Hm, cool. Geil. Naja, habe ich wenigstens den Flugpunkt hier auch gleich freigeschaltet. Ja. Muss ich jetzt extra echt? Nicht ernsthaft. Ich muss... Jups.
So, meine Flugpunkte haben wir auch. Ja. Na, müssen wir mal Mount. So, jetzt mal gucken, wo sich der Gute hier rumtümmelt. Wo ist er denn? Ah, da oben ist er ja. So, ja, jetzt haben wir hier natürlich keine eine Weltbossgruppe irgendwie nicht. Aber wir gucken einfach mal, was wir da irgendwie jetzt... Oh, dass wir da eine finden jetzt auf die Schnelle, wie gesagt. Sollte ja eigentlich nicht so schwer sein. Ich meine, es ist ein Weltboss und Weltquest, Battletower. Ja, musst du mich erstmal battlen, Digga. Ah, hier, da haben wir eine Gruppe. Perfekt, da haben wir die Gruppe und ich sag euch, die Gruppe wird gleich wieder pullen, bevor das eigentliche Spiel richtig losgeht. Oder sie löst sich auf, bevor es losgeht. Ja, super Weltbossgruppe übrigens. Ja, was ist das denn für eine Scheiße, ey? Ich hasse das. Du gehst rein, löst dich gleich wieder auf, die Gruppe, oder was? Ja, was ist hier? Das war doch die Gruppe eben gerade. Und die löst sich ja anscheinend irgendwie wieder auf. Das ist doch... Das ist auch irgendwie nicht Sinn und Zweck des Ganzen. Ja, ich hier gucke. 5, 7, 2, 5, 6. Ja. Wir werden einfach mal was anderes gucken. Ich mach das jetzt mal so. So, zurück, erstellen, benutzt, kann man hier was anderes machen? Ne, Benutzer definiert. Wir machen das einfach anders. World Boss und dann schreiben, machen wir einfach mal eine Gruppe auf. Minimalstufe ist eigentlich völlig egal. Fertig, anmelden, automatisches annehmen. Zack, und jetzt machen wir einfach da eine Gruppe auf und fertig, ey. Sonst dauert das noch ewig. Boah, ey, was für ein Hurensohn. Wieso pullt der denn schon wieder, Alter? Kann er mal aufhören? Hör doch auf damit. Verrückter Hund, Alter. Er weiß doch ganz genau, was... Das ist... Wieder Kindergarten hoch 10.000. Ja, super, ey. Jetzt pullt da einer, ey. Ich könnte kotzen. Na ja, gut, wir sehen wenigstens die Fähigkeiten, aber es ist halt echt Kindergarten, was der da macht. Ja, komm, bann seinen Account, Alter. Mach ihn dicht und scheiß auf ihn, ey. Weil ganz ehrlich, sowas ist, ey, es ist einfach nur noch lame, Mann. Es ist halt einfach nur noch lame, ey, ohne Witz. Ich verstehe es halt einfach nicht, wisst ihr? Die Leute pullen, ey, und gehen mir einfach voll auf die Nerven, ey. Oh, lass mich doch mal rum, Mann. Ich hab dich gar nicht gepullt, das war dieser Behinderte, Alter, dieser Behinderte. Oh, lass mich doch mal in Ruhe, weil so ein Hurensohn gepullt hat, Mann. Ja, weil so ein Hurensohn... Ey, jetzt ist die Gruppe wieder leer. Ey, weil so ein Hurensohn gepult hat, ey. Die haben ja schon nicht gesehen, dass wieder gepult worden und gehen, ey. Ganz ehrlich, ey, diesen Spaß, die Junge, muss man alle Knochen in der Fresse brechen, ey. Der hat Arme rausreißen, Junge, der darf nie wieder spielen. Ey, ich könnte kotzen bei sowas. Ganz ehrlich, ey, wenn ich so einen Leute sehen würde, Junge, die haben nur noch eins auf die Fresse verdient. Ja, ach, wisst ihr, ey, das ist zum... Nee, Leute, das, ich sag das ganz ehrlich, ich bin da jetzt mal richtig ehrlich, ey. Ernsthaft, so Leuten muss man auf die Finger brechen, ey, die dürfen nie wieder WoW spielen. Weil es einfach nur noch Behinderte sind. Wenn ihr einen Weltboss machen, was passiert?
gar nichts. Ja, es findet sich keine Gruppe. Ey, das ist ey, zum Kotzen. Ja, dann nimmt doch mal an, Mann. Ernsthaft. Ja, dann mache ich eine Gruppe auf, dann fängt einer an zu pullen, ey. Ey, das ist so ein Wichser. Ich glaube, es war der hier, oder ich weiß es nicht. Ich kann nicht sagen, wer es war. Das ist zum, nee, es ist doch zum Mäusemecken. Es ist nachmittags 4 Uhr, man kommt von der Arbeit, keine Gruppe da. Keine Gruppe für den scheiß Weltboss, keine Gruppe, die es annimmt. Und so ein paar kleine Kinder, die noch pullen müssen. Ernsthaft, ey, da kann man nur kotzen. Ja, es ist halt so, Leute. Was soll man dazu noch sagen, ey? Cool, Leute, wir drehen jetzt hier ein Video, Alter. Der Pull ist etwas voll spät, ey. Juhu, wir können warten, weil der Pull 2 Jahre... Ey, nimm mich doch einfach an, du Affe. Meine Fresse, ey. Ja, 35 Leute, wenn du mich annehmen würdest, hättest du einen drin. Nee, mach's halt nicht. Wenn du jetzt da vorne pulst, ne? Rast dich aus. Ah, nämlich gehe ich da gucken, dass ich irgendwo in der Gruppe erstmal reinkomme. Oh, wenigstens ist der hier nicht gepult auf der Seite. So, jetzt werden wir aber hier endlich den Pull des Weltbosses erleben. Wie gesagt, ey. Bisschen Smalltalk nebenbei halt, noch ein bisschen aufregen über die Leute auf jeden Fall. Das darf auch mal sein. Ich weiß gar nicht, hat der Auto-Invite drin? Ja, hat er drin. Ey, wieder ein Warum? Wie kann er den Weltboss legen oder was ist mit euch los? Ich weiß nicht, was mit den Leuten los ist. Oh, kannst du denn nicht mal... Oh, Alter. Meine Fresse, Hunter halt, ey. Geil, Junge, er ist der Hunter. Ja, ein 101er oder was. Genau, weil er auch so lange überleben wird. Ja. Ich schwöre euch, der 101er, der wird sich alles kalt machen. Ja, haben wir jetzt genug, ja. Ja, statt es einfach mal die Hälfte von den Leuten, die jetzt hier irgendwo auf dem ganzen Kontinent verteilt sind, einfach mal genauso schlau macht wie ich. Einfach erst zu dem Boss nämlich kommt und dann einer Gruppe beitritt, dann haben sie nämlich am Ende nicht das schöne Problem, dass sie wieder... Oh, ey, ist dieser Typ so dumm oder was? Ja, hau ab, ey, verlass die Gruppe, geh weg, Alter, aber ernsthaft jetzt. Wie kann man den immer nur pullen? Nicht dahin gehen. Oh, lasst es doch, Leute. Hütet euch. Ernsthaft, Mann. Hört doch einfach auf, wenn ihr dann wieder pullt, dann gehen die Leute wieder raus, weil sie denken, wir sind wieder in Fight, kämpfen gegen den Boss, haben keinen Bock und gehen aus der Gruppe. Einfach mal warten, ey. Meine Fresse, ey. Ihr habt doch wohl Zeit. Und du, alter Hallo, bist 110, du sollst dann... Ja, du solltest vielleicht mal... Alter. Achso, der hat da bestimmt die Dings... Achso. Hütet euch. Aufblasbarer Donnerzorn. Ich wollte gerade sagen, hey, seit wann kann man denn Donnerzorn jetzt mocken? Ne? Hatte mich schon gewundert. So, sind wir jetzt da? Ja, wir sind doch schon mal ein Teil hier. Jetzt haben wir hier irgendwo einen Hexenmeister. Ne, da ist auch keiner. Da auch nicht. Da auch nicht. Da auch nicht. Hier ist auch keiner. War der hier? Nein, der. Oh ja, wir wollen die Blumen pullen, weil die Blume auch so gut ist. So, kommen jetzt mal die ganzen Leute endlich mal ran hier. Auf ein paar Meter. Wo sind die denn alle? Ja, hier sind ein Teil. Viele sind schon da. Ein, zwei sind noch hier. Da ist noch einer. Noch ein paar vereinzelte. So, jetzt können wir den Boss langsam resetten. Die Leute müssen langsam mal antanzen. Damit wir es heute auch noch hinter uns bekommen. Boss mal zu legen, ey. Ich wollte nicht bis morgen hier sitzen. Oh, Leute, lasst ihn doch... Ey, meine Fresse. Die Leute sind einfach zu unfähig, dieses Spiel zu spielen. Da steht ein Boss, ey. Was denken die denn? Wenn ihr durch seine Beine durchläuft, dass die Hitrate... Dass sie dann nicht in Pullreichweite sind, oder was? Ja, okay. Wir pullen jetzt, Leute. Haut da rein. Ihr seht jetzt... Endlich doch mal den Bossfight hier.
jetzt gibt's doch noch die Action, endlich nach langer ersehnter Mühe und Not dürfen wir endlich auch mal nach längerer Zeit doch noch den Weltriss hier machen. Eigentlich doch ganz easy der Boss, hoffe ich mal. Ja, also man kann auf jeden Fall bis jetzt sagen, ich kann als Melee auf jeden Fall relativ nah dran stehen, auf jeden Fall, ohne jetzt irgendwelche größeren Probleme mit ihm zu haben. Das ist schon mal sehr, sehr praktisch. Finde ich persönlich auf jeden Fall. Ja. Da können wir einfach mal so als kleinen Lückenfüller meinen. Oh Leute! Bleibt doch einfach mal da oben, ey! Bin ich jetzt wieder wie Settis oder so eine Scheiße. Junge, ey, die Tanks, ey, die Leute, die. Oh, ey. Nee, Leute. Da kann man nur ausrasten, ey. Es ist einfach so einfach und die Leute skypen den 100.000 Mal rum, ey. Den Boss brauche ich nicht einmal sehen, Alter, und weiß, ey, wie er so ungefähr funktioniert. Und die Leute, die ziehen den und ziehen den, oh, und ziehen den. So, weißt du, so, ich weiß echt nicht, Alter, wie die Leute das als Tanks in vernünftigen Raid machen, Alter. Ernsthaft, oder wenn man den guckt, so, dann haben die NRC hier. Frage ich mich manchmal echt, wie solche kuppeln Leute NRC hier haben können. 100 pro gekauft für irgendwie 300.000 Gold, ey. Alter, zieh den doch nicht da runter, du Vogel. Wenn er gleich da, wenn du ihn da runterziehst, Junge, wie settet der und dann war es das wieder. Wir haben ja gesehen, wie lange wir jetzt schon gewartet haben. Oh, ernsthaft, ey. So, ich hab echt, ey, kriegt man schon wieder schlechte Laune auf das Spiel, ey. Und dann solche Leute das. Wenn man solche Leute da durchgehen sieht, ne, dann weiß man wieder. Dann weiß man mal wieder, ey, wie schlimm das ganze Spiel ist. Aber wenigstens dürfen wir ihn jetzt legen, dürfen uns den Boss angucken, können sagen, hey, wir haben ihn gelegt, ey, dann ist die Sache für mich auch gegessen, ey, dann haben wir den gelegt. Bekommen eventuell noch Loot oder weiß der Geier was, ey, egal, ob er da noch bekommt von dem. Wir müssen von dem nicht bekommen. Natürlich wäre es schön, wenn wir von ihm das bekommen, auf jeden Fall. Aber es ist jetzt nicht irgendwie ausschlaggebend, dass wir voll die Items von dem Boss hier brauchen. Ja, ja, wir sind auf jeden Fall trotzdem spaßig an dem Boss dran. Also wie gesagt, ihr seht ja selber. Also abgesehen jetzt vielleicht von den Eisflächen, von Minis, die man da auftauchen. Das ist halt sogar ein Boss, wo ich sagen würde, man kann hier einfach dran stehen, man muss gar nichts machen. Man hier kann einfach rum, man kann ja einfach rumbuffeln, kann ja auch sterben oder so, so ich meine. Aber ansonsten natürlich, wie gesagt, nicht in den Eisflächen drin stehen. Eine Feuerexplosion bekommt ja anscheinend ein Spieler, der dann von den anderen weg sollte. Wahrscheinlich, denke ich mal. Weiß ich nicht, aber kann ich mir vorstellen, dass der von den anderen Mitspielern weg muss. Aber der andere Mitspieler natürlich es nicht tun wird. Er wird den Teufel tun, natürlich von den anderen Leuten wegzugehen. Er wird wahrscheinlich eher dann sagen, hey geil, ich hab ein paar Leute in die Luft oder so. Ja, jetzt wollen wir kommen. Geh down. Ja, Feuerexplosion in der Nähe. Oh, ist nicht wahr jetzt. Ja, komm! Blizzard, ey, ja, jetzt laden eure Server wieder 3 Millionen Jahre oder was. Wow, naja, wir haben ihn getötet. Ich habe was bekommen. Die Schultern. Wenigstens etwas. Was ich jetzt nicht brauchte, aber egal, wir haben was bekommen. Jetzt haben wir hier so recht hübsche Schultern. Haben den Boss wenigstens gelegt.
können sagen, wir haben es gemacht noch die Woche. Und ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ja, wer bis hierhin auf jeden Fall geguckt hat, ja, da kann ja mal Hashtag Brocklinge einfügen. Jetzt schreiben wir jetzt einfach mal so hier. B-R-O-K-K-L-I-N-G-E. Wer das bis zum Ende gesehen hat, einfach das Video mal, kann ja einfach mal, wenn er Bock hat, Hashtag Brocklinge einfügen. Würde mich freuen. Ansonsten auf jeden Fall einen Daumen nach oben, ein Abo, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Und ansonsten, ja. Haut da rein, ich bin raus, euer Brocken.